Am Sonnabendabend ist ein Transporter in Hamburg-Allermöhe bei hohem Tempo gegen einen Straßenbaum gekracht. Hierbei wurden nach Polizeiangaben 2 Männer tödlich und 2 weitere schwer verletzt. Die beiden Männer, die vorne gesessen hatten, mussten von Einsatzkräften mit hohem technischen Aufwand aus der zertrümmerten Kabine herausgeschnitten werden. Die beiden anderen Männer hatten frei auf der Ladefläche gesessen. Derzeit ermittelt der Verkehrsunfalldienst die Unfallursache.